Moin Moin zusammen. Heute will ich euch mal den Amiga-Emulator FSUAE vorstellen. Was ihr benötigt, um den Amiga-Emulator zum Laufen zu bekommen und woher ihr den Amiga-Emulator bekommt, werde ich euch in diesem Video zeigen. Fangen wir an. Als erstes öffnet ihr euren Browser, geht dann auf Google, gebt dann dort FSUAE ein. Dann klicken wir hier auf FSUAE Amiga Emulator, gleich den ersten Link. Dann hier auf der rechten Seite unter Latest Version klicken wir hier auf Download Now Version 241. Dann nehmen wir nicht den Installer, sondern Portable Folder with FSUAE, FSUAE Launcher und FSUAE Arcade. Klicken dann hier unten auf Windows Zip, speichern das ab. So, in der Zeit, wo er runterlädt, für die Kick-ROMs, zum Beispiel für den Amiga 500 oder Amiga 500 Plus oder 1200, benötigt ihr Amiga Forever. Da sind die ganzen Kick-Starts drin. Die holt sich dann auch der Emulator. Ich habe es mal mit anderen Kickstarts probiert, die man so über Google findet, sag ich mal. Macht der Emulator Schwierigkeiten, sprich, er erkennt die nicht. Was an den Amiga Forever Kickstarts anders ist als die, die es so im Internet gibt, weiß ich nicht. Ist nur eine Empfehlung. Ich werde auch in der Beschreibung einen Link reinpacken, woher ihr Amiga Forever bekommt. Ihr benötigt nicht das für immer, einmalig nur ganz kurz, damit sich der Emulator die Kickstarts dann selbst, na, von Amiga Forever in sein Programm dann einfügt. So, wenn es runtergeladen ist, FSUAE entpacken. Das Impact lösche ich mal, brauchen wir nicht mehr. So, dann öffnen wir das. Der sieht so aus. Wir klicken immer, und davon würde ich euch mal auch vorschlagen, eine Desktop-Verknüpfung zu machen von FSUAE Launcher. Machen wir uns mal eine Desktop-Verknüpfung. Können das erstmal schließen. So. Klicken den erstmal doppelt an. So. Entschuldigung. Dann sind wir auch schon in dem Emulator selber. Ich erkläre euch jetzt mal, ja, was die einzelnen Schritte hier auf dieses linke Amiga-Symbol sind mehrere Sachen, zum Beispiel scannen nach Dateien und Konfiguration, sprich, wenn wir abgespeicherte Amigas, sag ich mal, haben, können wir die hier drüber wieder laden. Dann eigene Konfiguration, ja, da können wir hier was hinzuschreiben. So genau weiß ich das nicht, was da funktioniert oder wie das funktioniert. Ein ADF-Ersteller, ja, sind die Disketten, sag ich mal, oder das Format. Ein HDF ist Festplatte, ja, bei importierte oder importiere Kickstarts, so, Entschuldigung. Dort können wir dann angeben, wo die Kickstarts herkommen. Wie gesagt, ich empfehle euch Amiga Forever. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Hier nochmal Einstellungen. Hier können wir jetzt die Sprache einstellen, den Joystick, wenn wir mehrere haben. Ich nehme den. Die Tastatur, Englisch. Und noch dann Maus, Audio. Hier können wir die Lautstärke selbst einstellen. Dann hat ja der Emulator wie der WinUAE auch die Möglichkeit, die Diskettenlaufwerksgeräusche zu emulieren. Können wir, ein Haken ist drinne, dann ist aber immer bei 20, ich sag mal 20%. Das ist für die einigen vielleicht zu laut, denn den Haken rausnehmen, dann einfach runterdrehen auf 10 oder ihr könnt ihn auch komplett ausstellen.
Dann hier Ausgabefrequenz stelle ich immer auf 44.100 Hertz. Video, ja, ob FSUAE immer in Vollbildmodus starten soll oder nicht. Dann voll hier skalieren, aber wenn er in Vollbild ist, ob er auch das ganze Bild ausfüllen soll oder auf 4 zu 3 kann man hier alles einstellen, die Auflösung hier eben halt Seiten, ob das, wenn man 16 zu 9 oder 16 zu 10 Bildschirm hat, ob er das mit übernehmen soll oder nicht, oder auf 4 zu 3. Dann kann man hier noch einzelne Filter einstellen, aber ich lasse das alles so. Genauso wie hier lasse ich alles so. Ebenfalls hier alles so lassen. Habe ich noch nichts mit rumprobiert, weil so Standard, wie er ist, eigentlich sehr gut läuft. Und hier unter, wie gesagt, da habe ich nichts eingestellt. Die Werte sind alle so, oder die Pfade sind alle so Standard, alle. Trotzdem mal eben durchgehen. Wie gesagt, da habe ich nichts verändert. Werde ich auch nichts verändern, außer vielleicht bei Video, wo war das, bei Audio, genau. Da mache ich immer die Laufwerksgeräusche auf 10, weil ein bisschen Laufwerksgeräusche will ich schon haben. Dann im zweiten Reiter können wir hier das Modell aussuchen, was wir emulieren wollen. Von 500 bis Commodore CD TV ist alles vorhanden. Wenn wir zum Beispiel Amiga 500 haben wollen, suchen wir uns den hier aus, Amiga 500. Können wir hier auch schon die Disketten, das ist jetzt sozusagen das Schnellstartmenü. Hier können wir noch den Joystick und die Maus. Oder falls mal da, wo der Joystick ist, die Maus ist. Und da, wo die Maus, also so, ne? Wenn das gewechselt werden muss, kann man das hier vornehmen. Hier unten zum Beispiel kann man hier auf Fenstermodus oder Vollbildmodus. Hier kann man auch nochmal die einzelnen Joysticks anwählen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, 4 Disketten, wenn ein Spiel mehr als eine Diskette hat, können wir hier angeben. Sollte ein Spiel mehr als 4 Disketten haben, empfehle ich euch gleich hier unten auf dieses Besensymbol auf dieses Plus-Symbol zu klicken. Denn sucht ihr euch die ganzen, zum Beispiel Monkey Island hat ja 11 Disketten. Die sind denn hier drinne, und wenn der Emulator denn gestartet ist, oder wenn ihr den gestartet habt, könnt ihr denn, zeige ich euch auch noch, aus einer Liste selbst raussuchen, weil mehr als 4 Disketten kann der Emulator Standard nicht laden, sag ich mal. Hier für CD32 oder CD-TV. Ihr braucht auch kein Demon Tools mehr dafür oder so, einfach ein CD32-Spiel oder CD-TV-Spiel einfach runterladen, entpacken und die ISO dann hier einfach einfügen. Hier könnt ihr auch ein Betriebssystem aufsetzen. Entweder im Ordner, wenn ihr das, wie sage ich, eure erste Festplatte, wo das System drauf ist, denn den Ordner angeben, oder ihr habt eine Datei davon. Zeige ich euch auch noch in einem anderen Video, wie man das macht. Dann gebt ihr das hier an, die einzelnen Festplatten. Hier drüber. Zum Beispiel haben wir ja den Amiga 500 ausgesucht. Dann klicken wir hier oben auf Hardware-Optionen. Bei Vorgabe lassen wir so. Erweiterter ROM lassen wir auch so. Chip-Rahmen. Entweder Standard 512, was der Amiga von Standardhaus mitbringt, oder hier einfach anklicken. Ja. Also ich würde aber empfehlen, nicht mehr als 2 MB in Krio. Da habe ich auch schon gehabt, dass es da schon Schwierigkeiten gibt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Amiga 4000 oder 1200, könnt ihr hier noch den Fastrahmen angeben. Das hier unten wird auch interessant für ein Betriebssystem. Zum Beispiel, wenn ihr eine Amiga 4000 habt, gebt diese beiden an, macht unten einen Haken ran. Hier habt ihr dann eine richtig geile Auflösung. Sprich, die wird dann auch fast hier von der Hardware vom Computer über unterstützt. Also ein 32-Bit-Prozessor braucht man dafür, und das ist der Amiga 4000.
Hier unten integrierter TCP-IP-Stack. Damit könnt ihr dann, wenn ihr ein bestimmtes Betriebssystem habt, oder kein bestimmtes, also euer Betriebssystem, was ihr aufgesetzt habt, und dafür gibt es auch Browser, sowas wie Google Chrome oder Mozilla Firefox, sowas ähnliches gibt es auch für den Amiga. Dann könnt ihr damit mit diesem Betriebssystem auch ins Internet gehen. Zeige ich euch auch in meinem anderen Video. In dem Video wird es nämlich darum gehen, wie ihr ein Betriebssystem aufsetzt mit FSUAE und wie ihr denn auch WHD-Load benutzt. Das kommt aber, wie gesagt, in meinem anderen Video. So, und jetzt aber Standard erstmal überhaupt mit dem spielen zu können mit diesem Emulator, müssen wir jetzt, wie gesagt, einmalig die Mintools benutzen auch, um die Kickstarts von Amiga Forever zu bekommen. Jetzt zeige ich das mal. Ich öffne mal mein Demon Tools. Ist auch Amiga Forever schon drin. Das starten wir einmalig kurz. Dann gehen wir hier oben auf dieses Amiga-Symbol, klicken hier auf Importiere Kickstarts. Dann von der Amiga Forever CD DVD importieren. Klicken hier auf Öffnen, suchen uns das virtuelle Laufwerk aus, klicken dann auf Ordner wählen und dann auf Importieren. Läuft jetzt, also holt sich jetzt die ganzen Kickstarts, die es gibt. Und wenn er fertig ist, steht es dann auch im Importprozess beendet. Klicken dann auf Schließen und unten seht ihr auch schon, werden alle grün angezeigt. Und das ist das, warum ich euch diese Amiga Forever CD bzw. DVD empfehle. Ich hatte welche schon mal manuell aus dem Netz einfach über Google gesucht, welche benutzt, und die werden einfach nicht erkannt. Aber wie gesagt, mit der Amiga Forever seht ihr auch alle grün. So, wenn wir das haben, einfach oben mit X schließen. Ich lasse jetzt das einfach mal auf Amiga 500. Stell nochmal den Speicher einfach. Ich benutze gerne 1 MB. Dann, ja, gucken, was für ein Spiel wir da mal nehmen. Gib euch auch einen Link in der Beschreibung unter diesem Video, woher ihr die Amiga-Spiele bekommt. Amiga-Games. Ja, nehmen wir mal Rick Dangerous. So. Ja. Anders. Doppelklick. In meinem Fall nehme ich jetzt aber erstmal Fenstermodus. Maus funktioniert auch, also gleich von Anhieb, da braucht man noch nichts. Also ich habe auch keine Schwierigkeiten gehabt, da was nicht zum Laufen zu bekommen. Außer mit dem Betriebssystem, was drauf ist. Wie gesagt, das erkläre ich dann aber auch alles in den anderen Video. Da habe ich des Öfteren mal ein oder zwei Spiele, die nicht wirklich, weiß ich nicht, funktionieren. Also diskettenmäßig einfach Amiga 500 oder 1200 euch da raussuchen aus der Liste. Läuft wunderbar. Wie ihr seht, es funktioniert. Dann, um zu beenden, entweder mittlere Maustaste drücken und hier oben auf X oder F12 drücken. Da habt ihr auch noch so ein schönes Menü hier. Könnt ihr auf Pause drücken oder so eine Art Save State. Oder ich sag's mal dazu, das ist ein Save State. Könnt ihr hier dann speichern und laden. Hier drunter könnt ihr den Amiga neu starten. Hier könnt ihr auch nochmal, falls ein Spiel nicht geht, also sich nicht zu steuern lässt, könnt ihr das hier auch nochmal manuell einstellen. Und jetzt zeige ich euch nochmal unten hier diesen mit den mehr Disketten, also diese
Wechselfunktion. Wie gesagt, F12 drücken, dann mit der Pfeiltasten oben auf das X. Dann seid ihr wieder hier in dieses Menü. Mal die Diskette rausschmeißen, brauchen wir nicht. Dann hier oben in den Reiter auf die Disketten klicken. Dann hier beim Medienwechsler auf das Plus drücken. Dann suchen wir uns mal ein Spiel, was mehr Disketten hat. Was haben wir denn da? Haben wir da was? Ja. Simon the Sorcerer, 9 Disketten. Öffnen. Alle drinnen. Dann einfach auf Start drücken. Dann F12. Dann unten auf Wechseldatenträger DF0 leer. Da klicken wir dann einfach auf Disk 1. Wir hätten jetzt auch hier oben, zeige ich euch gleich nochmal, wir hätten schon die ersten 4 Disketten schon mal reinpacken können. Aber ach, ich mach das nicht. Ihr könnt so machen. Und wie gesagt, F12. Damit ruft ihr dieses Menüchen auf. Sieht doch ganz nett aus. Ja. Die Ladezeiten des Anbieters. Wunderbar. Gut, um das Video jetzt nicht allzu lang zu machen, weil, wie gesagt, ich habe noch vor, ein Video zu machen, wie ihr ein Betriebssystem aufsetzt, würde da jetzt stehen, Disk 8 einlegen, dann F12 drücken, dann auf Wechseldatenträger, dann sucht ihr euch die Disk aus, die ihr verlangt, mit den Pfeiltasten, zum Beispiel Disk 7, Eingabetaste drücken und schon der Rest passiert von alleine. Also da, das funktioniert wunderbar. Mal wieder raus. Hier könnt ihr zum Beispiel auch nochmal 4 auf 4 zu 3 oder 16 zu 9 stellen hier oben. Hier die Lautstärke, hier wird euch da die Uhr noch angezeigt, wie spät es ist. Und wie gesagt, mit dem X beendet ihr das. Hier mit dem Besen löscht ihr die Liste. Ich hoffe euch mit diesem Video einen anderen Emulator mal vorstellen zu können, der euch auch vielleicht gefallen tut. Also das ist mein Lieblingsemulator, wenn es um Amiga geht. Wenn UAE ist mir immer so ein bisschen, entweder kriege ich nie wirklich das Bild auf ganz Vollbild ausgeteilt oder macht irgendwelche anderen Morgen. Und dieser hat bis jetzt bei mir wirklich noch keine Probleme bereitet. So, wo ich sagen muss, taucht nichts oder so. Also wie gesagt, ist Open Source. Sind viele Spielereien möglich. Wie gesagt, danach, vielleicht heute noch oder morgen, spätestens dann, kommt ein neues Video, wo ich euch dann zeige, wie ihr mit diesem Emulator ein Betriebssystem habt, was auch WHD-Load beinhaltet. Sprich, WHD-Load, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Programm. Ihr habt eben gesehen, wie lange es mit dem Laden gedauert hat. Die ganzen Spiele werden dann von Festplatte gestartet. Wie ein PC halt, die Spiele. Gut, wie gesagt, alle Links werde ich in die Videobeschreibung reinpacken. Sprich, woher ihr den Emulator bekommt, woher ihr FSUAE bekommt und woher ihr Spiele bekommt. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Tschüss.